Sofort gedacht, das könnte etwas sein. Diese Kombination von handgemachter Animation und dreidimensionaler Darsteller, aber interactive Animation. So, es ist nicht, dass es gibt eine Leinwand und der Sänger steht vor dieser Leinwand und sie singen. Das ist stinklangweilig. Diese Interaktion mit der Animation hat einen unglaublichen Charme und hat etwas, das ich glaube, gibt ein Stück wie Zauberflöte viel Raum. Dann wir haben 3,5 Jahre gearbeitet und es war eine fantastische Reise. Aber manchmal haben wir gedacht, das geht nicht und was machen wir und so weiter. Und dann wir haben gesehen, dass natürlich es befreit viele Elemente von dem Stück. Es befreit den Naturalismus, es befreit die Fantasie und man kann das Stück, wie ich da denke, so wie ein Kind anschauen. Dass man schaut die Bühne mit dem Gefühl wie ein Kind, was kommt am nächsten und wie wird die Reise weitergehen. Und ich glaube, das ist etwas sehr Wichtiges. Das ist auch ein Kernthema für die Oper. Ich habe immer die Musik geliebt, aber ich habe zwei Sachen entdeckt. Ich habe die Musik mehr gefunden, dass Mozart hat so eine geniale Gespür vor dem ganzen Spektrum von Leben. Von Lächeln und Tiefe, von Weinen und Tränen, von Spaß und Freude und von Angst und Weh. Und das ist so subtil gemacht in der Musik. Und man findet das in der Geschichte.